Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul live aus Italien. Wir wollen jetzt nämlich vorhin einkaufen. Wir haben uns 200 Euro eingekauft und deswegen haben wir gedacht, drehen wir schnell ein Food Haul und zeigen euch, was wir gekauft haben. Es ist jetzt nur so mal vorab nicht so wirklich viel Nahrhaftes dabei. Wir haben viel Blödsinn gekauft, also viele Naschsachen und viel Kram, den man bei uns jetzt nicht findet. Und viele Sachen, die wir als Mitbringsel für die Esther, die uns auf die Sophie aufgepasst hat, und für unseren Nachbarn, der auf den Beef und die Hühner aufgepasst hat, während wir weg waren. Und wir zeigen euch jetzt ganz schnell. So, ich sitze jetzt hier am Balkon und die Leute, die vorbeigehen, schauen mich auf. Kenne dich nicht. Was macht diese verrückte Frau? Ja, egal. Food Hall mit Live-Zuschauer hatte ich auch noch nicht. Papa hat jetzt die ganzen Sachen hier aufgebaut. Da kann ich mal so ein. Ich habe jetzt das Einhorn hergestellt, zum ein bisschen zum Dekorieren. Auf jeden Fall, schaut mal. Hier ist der Papa. Papa, möchtest du mal nett in die Kamera? Hallo. So, fangen wir an. Also, wir haben auf jeden Fall Spaghetti gekauft. Ne? Weil man in Italien ist, da muss man auch Spaghetti kaufen. Wir haben hier einmal Vollkorn, einmal normales, also normale Weizen. Wir haben das als Mitbringsel für die Hunde- und Katzenzitter mitgebracht. Also einmal hier für unsere Nachbarn. Dann haben wir uns natürlich auch sowas gekauft, Vollkorn und normales. Und dann auch für die Esther, die für Sophie aufpasst. Also wir haben viele Sachen in dreifacher Variation gekauft. Wie auch zum Beispiel diese leckeren Kekse, Mulino Bianco, die gibt es ja auch bei uns ab und zu beim Lidl oder beim Hofer. Und diese haben wir noch nie gesehen, deswegen haben wir die mitgenommen. Also Kekse mit so Schokofüllung. Papa, bitteschön. Dann hat Papa was ganz Cooles gefunden, und zwar so Tomatensaft. Einmal aus Datteltomaten und einmal aus Cherrytomaten. Da haben wir das auch drei von diesen und drei von diesen mitgenommen. Und ich glaube, das ist ganz lecker. Ich habe vor allem das von Sherry, ist ganz rot, siehst du? Mhm. Sogar in dieser Flasche schaut das sehr rot aus. Dann haben wir ein Olivenöl mitgenommen von Bertoli. Was haben wir von Bertoli in Österreich? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kennt man diese Marke. Und das haben wir auch dreimal mitgenommen. Also einmal für uns und für den Nachbarn und die Esther. Dann, was ganz cool, also nochmal Nudeln, ja. Haben wir die für uns und für? Okay. Macaroni. Ja, in Österreich findet man so selten so Macaroni, so richtige Macaroni. Diese runden mit dem Loch gibt es immer nur so was anderes. Und hatte Bock auf Macaroni. Das haben wir auch dreimal mitgenommen. Dann haben wir Aperol Spritz mitgenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob da Alkohol drin ist, aber ich glaube, das ist nur bitter mit Orangengeschmack. 9% Alkohol. Ah, okay, also mit Alkohol. Ich habe davon nur zwei Pakete mitgenommen, weil ich kein das ist oder, nichts. Weil wir kein Alkohol trinken. Die 9% kannst du nachher nur Auto fahren. Ach so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das nur als Mitbringsel mitgenommen. Genauso wie das Bier mit Alkohol. Das haben wir auch als Mitbringsel mitgenommen. Das Bier Moretti, das ist so ein Dreierpack eingepackt hier bei den Italienern. Aber der Papa hat sich natürlich Papa hat sich natürlich auch ein alkoholfreies Moretti mitgenommen. Das hat er die ganze Zeit hier getrunken. Als der Papa angefangen hat mit alkoholfreiem Bier, gab es in Italien noch gar kein alkoholfreies Bier. So im Supermarkt, weißt du noch am Anfang? Das ist immer gesucht. Dann haben wir auch Wein mitgenommen, auch zwei Flaschen. Bio-Wein, oh mein Gott. Ah, das ist auch als Mitbringsel für das Doxy-Ding. Bitte schön. Wir trinken ja keinen Wein, habe ich schon gesagt. Ah, hallo. Hier, Urlaubsfeeling. Was noch, Papa? Oh, dann haben wir mega geile Kekse gekauft. Wir haben die schon gekostet. Die sind so gut. Brumieri-Klassik. Also, man kann es nicht beschreiben, einfach wie super leckere Butterkekse, aber noch mal süßer und leckerer. Mitbringsel, wenn man sich denken kann, zweimal. Und dann auch so Chips. Ich fand ich die Verpackung sehr schön. Hat mich so verpackungsopfermäßig angesprochen. Auf jeden Fall, das sind Chips mit Tomate und Basilikum. Dann eine Kokos. Wir werden das für die Kokos, für die Lara, gell? Die Lara so gerne und Patrick, ja. Eine Kokosnuss. Was hat die gekostet? Ja, 2 €. Dann haben wir einen Kaffee gekauft, der riecht so gut, Espresso Crema.
für unsere Kaffeeautomat. Ich freue mich schon so, weil wir haben jetzt die ganze Woche nur schlechten Kaffee getrunken. Deswegen freue ich mich schon auf den Kaffee. Dann haben sich die Kinder sowas mitgenommen für die Heimfahrt. Das ist Nutella and Go. Das sind so Grissinis drinnen, kennt man bestimmt. Also so schaut es aus. So. Das sind Grissinis drin, die kann man so in die Nutella eintunken. Und da drinnen ist auch ein Ester-Tee. So ein Ester-Tee ist auch dabei. Dreimal. Dann habe ich mir einen Eistee, so einen kalten Tee mitgenommen. Einmal Erdbeer, das ist sogar auf Deutsch, Erdbeer-Orange. Ich habe mich damit was steht da? Fragola. Auf jeden Fall steht es auch auf Deutsch. Erdbeer-Orange und Apfel-Holunder, das ist so ein Tee, den man mit kaltem Wasser machen kann. Der löst sich trotzdem gut auf. Zeig mal, Papa, dieser Keks, schaut mal, der schaut so aus. Bitte. Dann habe ich auch für die Heimfahrt so zwei Pakete von diesen Semmeln mitgenommen. Die schauen, also die sind so fluffig. In Italien finde ich das Brot, es ist so geil. Also ich habe jetzt keins gefunden, was mir geschmeckt hat. Aber das hier schaut auf dem Foto mal gut aus und es fühlt sich gut an. Ich habe die Hoffnung, dass es schmeckt. Das habe ich mitgenommen für die Heimfahrt auf jeden Fall. Mein Assistent wartet hier mit den nächsten Sachen. Damit ich so Jausen-Pakete machen kann. Ja, ist schon gut da. Dann haben wir auch so Chips mitgenommen. Einmal sowas. Das sind einfach ganz normale Chips, also aus Kartoffeln mit Salz. Und die haben halt diese besondere Form. Und das sieht man öfters hier in Italien. Macaroni-Form irgendwie. Aber es sind halt nichts anderes wie Chips. Und dann habe ich auch noch diese, man kennt ja auch von uns diese Condi-Mais, also Maismehl. Mhm. Und so halt dieser Form. Ja. Dann hat der Papa auch einmal Nektarinen mitgenommen. Und was ich cool finde, sogar in Italien wird drauf geschaut, das sind so Sackerln, die sich, das sind kompostierbare Sackerln, die kann man einfach so in den Müll, Biomüll, oder, geben und die zersetzen sich. Was ich auch super finde, dass sogar in Italien das angekommen ist. Dann haben wir auch Wasser mitgenommen für die Heimfahrt, San Benedetto. Und Eistee haben wir auch gekauft, einmal Zitrone und einmal Pfirsich. Und dann kommt das ganz besondere Eistee, da haben wir ganz viele Varianten gekauft. Sollt ihr lieber einzeln nehmen? Nein, ist egal, so, ja. Es gibt sogar neue Sorten, also für die Leute, die jetzt schon länger nicht mehr in Italien waren, die den Ester-Tee aber kennen, es gibt jetzt mit Orange, schaut mal, also einmal Orange, dann auch wieder eine neue Sorte, Tropical, dann den altbekannten Pfirsich, kennt man bestimmt schon, und dann noch, das ist mein Lieblings- oder unser Lieblingstee, der Zitrone. Wir haben Eistee im Wert von 50 Euro gekauft, also ein bisschen etwas verrückt, aber wir haben sehr, sehr viele, weil uns die einfach super lecker schmeckt. Und dann habe ich noch Sachen für die Jause gekauft, also für die Brötchen, die ich befüllen möchte. Einmal hier Truthahnschinken, dann habe ich einen Mortadella gekauft, einen Käse und dann was ganz Leckeres. Solche Leckereien haben wir noch gekauft. Schau, das sieht mega gut aus. Das sind so Eclairs und so, halt so leckere Nachspeisen. Das war es eigentlich, oder? Ja, 200 Euro, 50 Euro dafür nur für Eistee und das meiste ist natürlich so Mitbringsel für die anderen. Ja, das war's auch mit dem Food Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns ganz bald wieder, wenn wir in Österreich sind. Tschüss!